Damen und Herren, zurzeit wichtigster Ersatzteil für Ihr Auto ist das Fahrrad. Ja! Begrüßen Sie in alter Frische Dirk Sterber und Christoph Grissemann! Jawohl! Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank für diesen netten Empfang. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur 391. Ausgabe von Willkommen Österreich. Ich darf Sie bitten, sich die Schuppen vom Sakko zu klopfen. Zu uns kommt ein Mann, den wir seit 15 Jahren versuchen einzuladen. Endlich hat er zugesagt. Er war lange Jahre eigentlich der professionellste, sympathischste Moderator im ORF. Er hat alles moderiert. Von der Zeit im Bild bis zu Mein Liebste Weiß, Sportsendungen. Alles. Alles, Wort zum Sonntag, alles. Willkommen Österreich. Und einer der wenigen, die live-tauglich sind, ja, oder? Muss man wirklich sagen. Er hat ein Buch geschrieben über seine Panikattacken und wie er diese überwindet. Und jetzt ein neues Buch über das Altern. Keine Panik vor dem Altern. Zu uns kommt der großartige Wolfram Pirchner. Endlich! Wolfram Pirchner zum ersten Mal nach Jahren des Bettelns und Bittens. Ja. Ah, wir freuen uns sehr. Und dann eine Frau, die, wo wir sehr froh sind, dass sie zugesagt hat. Sie ist die wahrscheinlich versierteste Polit-Talkerin des Landes, oder? In ihrer Sendung Report hat sie Politprominenz aus ganz Österreich zu Gast und die zittern, oder? Ja. Kann man das sagen? Ja. Ist sie der weibliche Armin Wolf? Ja, sie wird mit ihm verglichen. Ja. Sie ist auch Buchautorin. Das ist übrigens hier das Buch von Wolfram Pirchner und das von der großartigen Susanne Schnabel. Susanne Schnabel. Und, meine Damen und Herren, am Ende dann hier auch noch live in der Sendung ein Auftritt der für den Amadeus-nominierten Band Kaiser Franz Josef. Und wenn Sie sich fragen sollten, ist Georgi schon wieder etwas dicker geworden seit seinem Auftritt bei Dancing Stars? Stars. Er ist nicht dicker geworden, meine Damen und Herren. Er hat einfach die Burka von Jan Böhmermann bei der Romy-Gala gefressen. Ja. Ruskaya! Ja, das war das große Fernsehereignis. Heißt das Romy-Gala? Ich weiß gar nicht. Sie haben es wahrscheinlich vorm Fernseher verfolgt, weil Sie nicht eingeladen waren. Es waren nur geladene Gäste bei der Roaming-Gala. Sie haben es mitbekommen, die Roaming-Gala. Die Gala, der Mobilfunkbetreiber, ja. Zu Ehren der Absetzung der Roaminggebühren in Europa. Nein, die Romy-Gala sterben. Man merkt schon, ich rede abschätzig, voller Neid, weil ich gekränkt bin, weil ich nicht mal nominiert war. Ja. Ja, absolutes TV-Gesindel, nominiert und preisgewürdigt. Und ich war nominiert, habe aber gesagt, ich gehe nicht hin, wenn du nicht auch nominiert bist. Du warst bist. Nominiert? Ja, ich war nominiert. Ich war eingeladen, ich habe eine Einladung bekommen. Ich war nur nominiert, aber war nicht eingeladen. Die Gala war fantastisch, ich habe es mir in der TV-Thek angeschaut. Und die beste Rede hat gehalten, wer? Gregor Blow-Up. Nein, im Ernst! Gregor Blow-Up, der immer gut ist. Immer. Gregor Blow-Up hat in Vertretung seiner Frau Nina Proll, weil sie die Romy gewonnen hat, eine Rede vorgelesen, die Nina vorher geschrieben hat. Ja. Ja, weil Nina hatte keine Zeit, sie war wahrscheinlich gerade... Wahrscheinlich, ja. Und der Gregor hat das, der hat fantastisch gemacht. So muss man Reden halten, verstehst du? Mhm. Intellektuell, mit der nötigen Ruhe, mit Bedacht, ohne Alkohol vorher. Ja. Er hat nicht so geschrien wie alles. Mich hat es an das, Peter Handke erinnert. Mich auch, ja. Es war wirklich eine, und alle waren auch wirklich starr im Publikum. Also man kann auch solche Reden halten. Ich wünsche mir, dass nicht nur wir, sondern auch das Geschlechterbild unserer Arbeitgeber sich weiterentwickeln möge und wir gemeinsam daran arbeiten. Aber vor allem wünsche ich mir, dass wir wieder lernen, unterschiedliche Meinungen zu respektieren. Vielen Dank, Nina, meine Frau! Wow! Nina, meine Frau! Das war wirklich imposant. Das war toll. Das war... Eine Mischung aus Rocky und Braveheart, oder? Wow, toll. Rocky und Braveheart. Hat er toll gemacht. Rocky und Braveheart, wer fehlt in dieser Liste? Alexander Van der Bellen. Ja. Ha, Alexander Van der Bellen ist seit 4 Tagen schon in China, ja, beim großen Staatsempfang dort, gemeinsam mit dem Bundeskanzler, Außenministerin, Wirtschaftsministerin, Umweltministerin. Kannst du jetzt und alle Namen Infrastrukturminister sagen? Norbert Hofer. Wie heißen die anderen Minister? Ist mir wurscht. Ich wie heißen die anderen? Ich muss nur Norbert Hofer erwähnen. Ja. Alle anderen sind scheißegal. Ja. Niemand würde die GIS-Gebühren kappen, nur er. Ja. Norbert Hofer war eben auch mit, meine Damen und Herren. Insgesamt 250 Leute. Ich habe die Chinesen so gern. Ja. Sie ihn auch, ja. Sie ihn wahrscheinlich auch. Ja.
Norbert Hofer war auch in China. Die Delegation, die österreichische Delegation bei diesem Staatsempfang umfasste 250 Menschen. Es war die größte Delegation jemals bei einem abgesehen vom Russlandfeldzug. 250 Leute. Und Norbert Hofer, habe ich schon erwähnt, dass Norbert Hofer mit war? Nein. Ja, vielleicht, aber man kann Norbert Hofer war auch, er hatte übrigens das meiste Gepäck von allen Delegierten. Er fährt ja nur noch mit 140 Sachen durch die Gegend. Eigentlich guter Witz, wenig Reaktion. Naja, man muss erst mal denken. Nein, Moment, aber es reicht, wenn wir es lustig finden. Ja, oder? Ich fand's lustig. Habe ich gesagt, dass Norbert Hofer mit? Noch nicht so richtig. Ja. Ja. Übrigens, klar, um jetzt mal kurz seriös zu werden, die Reise nach China, wirtschaftliche Gründe stehen dahinter natürlich. Man will natürlich mit der Weltmacht China wirtschaftliche Geschäfte machen. Richtig? Klar, deswegen ist auch noch Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl mitgefahren. Ja, so einer darf im Land des Lächelns nicht fehlen. Ja. Da kaufen die Chinesen schon aus Angst. Ja. Ja. Nein, hören Sie auf. Diese geschmacklosen Reaktionen brauchen wir in dieser Sendung nicht. Ehrlich, ich sag's Ihnen wirklich. Unsere Wirtschaftsministerin, Frau Dingsbums, wie heißt sie? Dingsbums. Schramböck, Margarete, hat im Vorfeld der China-Reise übrigens von einem extra Anliegen, was diese Reise betrifft, gesprochen. Das Wichtigste. Ja. Ich bin Vertreterin des Zoos in Schönbrunn, Eigentümervertreterin. Und da werden wir natürlich das Thema mitnehmen, um ein Panda-Männchen zu bitten, damit wir auch in Zukunft wieder Pandas made in Austria haben können. Herzlichen Dank. Darf man nicht vergessen, aber Moment. Da werden sich viele FPÖ-Wähler wundern, dass die Regierung gleich nach der ersten Auslandsreise einen arbeitsscheuen, behaarten Ausländer mitnehmen. Ne? Ich bin dafür. Ja, ich auch. Ich bin dafür. Ich auch. Ich, und das sage ich ganz offen an dieser Stelle, meine Damen und Herren, read my lips, ich bin dafür, dass man Pandas aufnimmt. Ich will nur nicht, dass sie gratis Smartphones bekommen. Wir sind ja berühmt für Pandas weltweit. Österreich ist berühmt für Pandas, genauso wie für Elfenbein aus Tirol. Und gutes Wiener Hochquell-Champagner, Josef. Ja. Ja. Übrigens ganz interessant, wenn die jetzt alle weg sind. Wer? Naja, wer ist denn dort hingefahren? Der Kurz ist hingefahren. Norbert Hofer, der Infrastrukturminister. Infrastrukturminister. Ja. Also die gesamte Spitze von der Bellen. Das heißt jetzt, interimistisch muss das Land natürlich regiert werden von anderen, von den Stellvertretern. Das heißt, Strache ist jetzt Kanzler. Strache ist Kurz Kanzler. Ja. 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 Ja, na im Ernst. Macht er und gut. Er macht es gut. Man muss wirklich sagen, er macht es gut. Kein Skandal, oder? Umfragewerte steigen wieder. Ja. Strache macht es gut. Ich glaube, das höchste Sicherheitsrisiko geht momentan nicht von Strache aus, sondern von Heinz Fassmann, der ja jetzt Präsident ist. Eigentlich sehr sympathischer Typ, finde ich. Ja, Deutscher. Aber er hat sich einen wahnsinnigen Fehler geleistet. Ja. Deswegen sage ich Sicherheitsrisiko Fassmann. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Er hat vor laufenden Kameras den Sicherheitscode für den Zugang seines Ministeriums einfach so bekannt gegeben. Schauen Sie sich diesen Fauxpas an. Dass es beim Kopftuchverbot für Mädchen auch um Symbolpolitik geht, gibt der Bildungsminister, der nun federführend für den Gesetzesvorschlag zuständig ist, zu. Ich meine, ich glaube, damit es sich wirklich sicher ist, müsste man sozusagen die Eingabefläche für diesen Code mehr oder weniger in Augenhöhe Fassmanns Anbringen, ja, auf 4,20 Meter, dann kann keiner reinschauen. Das ist unser Bildungsminister. Ja? Kein Wunder in einem Land, wo Bingo als das intellektuelle Bildungsquiz gilt. Ja. Und ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, vor einigen Tagen ist dort ein wahnsinnig sympathischer junger Kärntner aufgetreten. Ernst heißt der Gute. Und er war unglaublich lustig. Er hat den lustigsten Satz erzählt, den ich jemals im Fernsehen, glaube ich, gehört habe. Aber Schauen Sie doch mal selbst. Wo sind Sie her? Ich bin aus Klagenfurt. Okay. Genau. Und ich habe einen Witz. Und zwar bekomme ich Apfelschorle von ihm, wenn ich das erzähle. Und deswegen sage ich das jetzt. Und zwar, ich spiele Bingo und ich grüße den Ingo. No servus. Ha! Ja, Moment. Jetzt lachen Sie zu Hause auch, oder? Richtig. Schlechtere Witze machen wir auch nicht. Nein, aber es war ein guter Witz. Ich meine es ja ganz ehrlich. Es war ein relativ guter Witz. Und unsere Kollegin Marie-Christine Giuliani fand den Witz, glaube ich, genauso witzig wie Sie auch. Schauen Sie mal, das war ihre Reaktion. Aber, meine Damen und Herren,
Ich wollte Ihnen diese Szene jetzt eigentlich gar nicht zeigen, weil er so lustig ist, sondern es war eine Sensation. Dieser Auftritt von Ernst, dem jungen Herrn aus Kärnten, war eine Sensation, weil es war zum ersten Mal in der Geschichte von Bingo, und die Sendung ist, ich glaube, über 20 Jahre alt. Über 27 Jahre. Zum ersten Mal gab es eine richtige Antwort auf eine Frage. Schauen Sie mal hier. Was ist in einem traditionellen Irish Coffee nicht enthalten? Also eine ganze Menge. Aber kein Honig, kein Whisky oder kein Schlagobers. Ernst. Honig. Woher wissen Sie das? Das habe ich gern getrunken früher. Ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden. Nein, ich habe das früher, bevor ich noch Alkohol getrunken habe, gern getrunken. Man kann auch die richtigste Antwort noch vermasseln. Übrigens, bevor er Alkohol getrunken hat, hat er auch noch Wodka Red Bull getrunken. Ja, ja. Gin Tonic und viel Rum. Ja. Gut, wechseln wir das Bundesland von den jungen Kärntner ins Burgenland. Da habe ich eine Meldung gelesen. Ich dachte erst, es ist ein Scherz, aber es ist tatsächlich wahr. In Eisenstadt wurde präsentiert eine neue Banknote. Ah ja. 5.000, ist eine Sonderedition, 5.000 Banknoten wurden gedruckt. Man kann sie kaufen im Burgenland für 3,50 Euro das Stück. Und das, meine Damen und Herren, ist sie. Der 0-Euro-Schein. Viele Alleinerzieher werden sich die Note jetzt anschauen und sich denken, das kommt mir bekannt vor. Ja, meine Damen und Herren, das ist genau die Banknote, das bekommen Alleinerzieher von der österreichischen Bundesregierung als Unterstützung. Josef Haydn ist deswegen vorne drauf, weil Josef Haydn der berühmteste Sohn Eisenstadts ist. Man kann also immerhin sagen, es ist ein Haydngeld. Und ein Haydngeld, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, hat auch gekostet die neue Toilettenanlage der Wiener Linien. Aber schauen Sie selbst. Statt wie bisher 44 WC-Anlagen der Wiener Linien wird es bald nur mehr 31 geben. Manchen Fahrgästen sind es jetzt schon zu wenige. In Richtung Thermenbad, da gibt es kein WC. Da muss man zusammenkneifen, bis man im warmen Wasser ist. Ah. Gottes Willen! Eieiei. Also, das ist eine dringende Warnung. Ah. Dringende Warnung von Willkommen in Österreich. Sollten Sie diesen Menschen in der Therme Oberlaa begegnen, schwimmen Sie schnell weiter. Ja. Aber sympathisch. Ja. Sieht ein bisschen aus wie dein Bruder, Schneemann. Findest du? Ja. Ja, stimmt. Ja, auch schon einer der Alten unserer Gesellschaft. Ja. Ja, muss man sagen. Ja. Unsere Gesellschaft ist überaltert, das weißt du, hast du was am allerbesten. Getrunken? Ja, sicher. Wieso? Unsere Gesellschaft wird immer älter. Was habe ich gesagt? Unsere Gesellschaft wird immer so älter. Spricht man das doch aus. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Je nachdem, was man getrunken hat, ja. Nein, man spricht es so aus. Ich habe es ungarisch ausgesprochen zu Ehren Orbans. Ah, herzlichen Glückwunsch auch von unserer Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Du, Stefan, weil wir gerade bei Fernsehausschnitten sind, da habe ich letztens was gesehen. Guten Morgen in Österreich. Moderator Lukas Schweighofer. Guter Mann. Gut, sehr guter Mann. Macht kaum Fehler, aber ich schaue mir die Sendung ja immer genau an. In Live-Zeit und dann schaue ich es mir nochmal in Zeitlupe an. Ah. Ja. Ich habe viel Tagesfreizeit, wie Sie merken. Und da ist eine Szene mir untergekommen, die ich ja eigentlich für bedenklich halte. Es ist eine der bizarrsten Fernsehszenen, Fetischszenen, möchte ich sagen, die ich je gesehen habe. So, Jakob, und wir beide steigern jetzt meine Männlichkeit, bitte, wenn es geht. Kann ich es nochmal sehen? So, Jakob, und wir beide steigern jetzt meine Männlichkeit, bitte, wenn es geht. Das erinnert mich irgendwie an einen alten Klassiker von Wolfram Pirchner. Ficky, so heißt ein kleines Pony, das derzeit in Hammerdeich bei Lockenhaus im Burgenland für große Aufregung sorgt. Das Pony ist entlaufen. Der kleine Ausreißer dürfte sich in einem Wald versteckt halten und alle Suchaktionen verliefen bis jetzt ergebnislos. Seit dem Wochenende sucht die Familie ihren kleinen Ausreißer. Gestern gab es von Vicky ein erstes Lebenszeichen, 4 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Ja, hoffentlich taucht sie wieder bald auf. Die Vicky heißt sie ja, wie ich eben hören durfte. Ja, allerdings. Es hat mich auch erinnert an einen zweiten Klassiker von Wolfram. Daher wird dieses junge Uhu-Männchen täglich von seinem Ziehvater an die frische Luft gebracht. Sehr süß. Wir freuen uns sehr, gleich zu Gast bei uns, meine Damen und Herren, Wolfram Pirchner. Ah, der bald 60 wird. Unglaublich. Unglaublich. Sieht fantastisch aus. Ja. Er schaut aus wie 59.
Nein, ich würde sagen, es schaut aus wie 53. Ja. Oder? Ja. Ja. Was ist? Du wolltest einen Übergang zu unseren Kollegen von Maschek machen. Ach so, du hast das in der Probe gemacht. Was ich in der Probe mache, heißt nicht, dass ich das selber. Jetzt haben wir verraten, dass wir das auch noch proben. Du probst. Es wird, dass man das geprobt hat, was man hier macht, ist ja total erbärmlich. Ja, meine Damen und Herren, anders als in der Probe, sag ich jetzt unsere Kollegen. Nein, von Moment, Hier steht immer, unsere Kollegen von Maschek, da sage ich, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Das sind nicht die Kollegen von Maschek. Das sind Maschek. Ja, aber wir sind die Kollegen von Maschek. Ja, nein, was falsch wäre. Wir sind die Kollegen von Maschek, das ist Maschek. Falsch wäre zu sagen, jetzt kommen die Kollegen von Maschek, weil dann wären das ja zwei andere. Nein! Dann wären es die Kollegen von Maschek. Maschek. Ja. Leck mich doch am Arsch, Deutscher, wirklich. Ja, der Bundespräsident ist schon einmal vorgeflogen nach China. Ich erwarte noch, bis es Restplätze gibt in der Holzklasse, dann fliege ich hinterher. Und wer vertritt den Bundespräsidenten, während wir weg sind? Natürlich der Älteste unter den Kollegen, das ist der Kollege Fassmann. Das ist eine große Ehre und auch Verantwortung. Besitze ich doch nun alle Geheimcodes der Republik. So, öffnen wir die Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zusatzzahl 7. Das waren die Lottozahlen der kommenden Woche. 0815. Reaktivierungscode von Zwentendorf. 2412. Das war der TAN-Verfüger des Kontos der Republik. Jetzt haben wir geheime TAN, können wir österreichische Staatshaushalt abbuchen. Wie ratet's ab? 2412. Schreib auf, bevor ich vergesse. Und dann können wir alles abbuchen, Lehrräumen. Dann wird aus Österreich Österarm. Und dann kann einmal da nichts passieren und auf die Haustiere unserer Regierungskollegen passt die Kollegin Gneißl auf. Ja, kommst du her? Komm her, da! Ist jetzt der Hund vom Bundespräsidenten. Nein, das sind meine Leisten, mit denen komme ich auch schon nicht zusammen. Ja? Und ich bin die Außenministerin und nicht die Äußerministerin. Ja? Ich passe sicher nicht auf die Viecher von den anderen auf. Ich habe es jetzt nach Ungarn gebracht, da gibt es Tiersitter, das ist einwandfrei, denen wird nichts passieren. Und zum Abschluss brauchen wir noch eine Vertretung für mich. Wer wird das machen? Na gut, der Vizekanzler. Ich habe als Schnellsportler immer schon davon geträumt, dass ich Reichskanzler werde. Jetzt bin ich Österreichskanzler. Und ich verspreche, ich werde auf Österreich genauso aufpassen wie auf den Augapfel meiner ganz geliebten Katze. Aber ich vertraue ihm nicht zu 100% dem Vizekanzler. Deswegen habe ich einen Aufpasser gesucht. Und hier habe ich einen Österreicher gefunden, dem alle Bürgerinnen und Bürger wirklich zu 100% vertrauen. I'll do that. Aber bevor ich mich kümmern kann um den Strake, muss ich vorher noch einen medizinischen Eingriff über mich gehen lassen in Ungarn. Es ist ja so, er hat ein ganz ein junges Herz, ich habe schon ganz ein altes Herz. Ich kriege jetzt eingesetzt eine neue Herzklappe aus einem Schwein produziert, jo? Wish me luck. So, Dreckfeg weg. Ja, ich habe ja in Ungarn viele Beteiligungen an kleinen Unternehmen, zum Beispiel diese Unternehmen für medizinisch-technische Industrie. Hier bauen wir gerade eine Herzklappe für einen Patient aus Österreich, eine Herzklappe aus einem Schwein. So, immer hygienisch, immer alles steril und Temperatur muss stimmen und ich bestimme, wann Patient aus Koma wieder erwacht. So, und andere Pfand in meiner Hand sind Tiere von österreichischer Regierung. Hier haben wir Bello van der Bellen und Katze Strache. Miau! Sascha, ich hab da gesagt, wir kommen in die verbotene Stadt nicht rein. Hast du nicht gesagt? Leider ist in China sehr viel verboten. Nicht nur diese Stadt. Das muss man denen einmal ins Stammbuch schreiben. Liebe Chinesen, wenn ihr so viel verbietet, wird es euch bald gehen wie den Grünen in Österreich. Es ist auch das Internet hier verboten, aber dann kriegt man wenigstens keine unnötigen Nachrichten aus Österreich mit. Was soll zu Hause schon passieren? Ich freue mich auf meinen Bello, wenn ich wieder zu Hause bin. Unsere Kollegen von Maschek. Nein, eben nicht. Vielen Dank. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute zu Gast in Willkommen Österreich die Top-Journalistin Susanne Schnabel und der Bestseller-Autor, Mentalcoach und ehemalige Fernsehstar Wolfram Pirchner. Was die beiden eventuell miteinander verbindet, hat der liebe
Apotheker Edlinger für Sie herausgefunden. Wenn sich zwei streiten, freut sich die Quote. Alte Fernsehbauernregel. Wie alle Bauernregeln ist sie nur wahr, wenn sie stimmt. Und sie stimmt oft genau nicht. In Österreich zum Beispiel gibt es keine vernünftige Streitkultur, sagt eine, die es wissen muss. Susanne Schnabel moderiert das Innenpolitikmagazin Report und weiß aus erster Hand. Heute heißt Streit nicht öffentliche Rede und Widerrede, sondern Lüge gegen Lügenpresse oder NLP gegen Kampflächeln. Und die Argumente, die bleiben gut versteckt im Resthirn. Kein Wunder, dass die preisgekrönte Bildungsjournalistin für das ritterliche Wortgefecht plädiert. Wir müssen reden, heißt ihr Erziehungsratgeber für alle volljährigen Tyrannenkinder. Gegen volltrunkene Volljährige hat der tyrannischste Pensionistenschreck aller Zeiten schon ein bisschen was. Wolfram »Ja, ich beiße« Pirchner moderierte jahrelang gegen die Endlichkeit des Wissens und die Länge der Nachmittage. Er war eigentlich eh urlieb. Doch jetzt ist er endlich ein freier Mann nach dem Gewinnspielrausch. Meine Damen und Herren, dieses Buch wird körbeweise aus den Buchhandlungen ab morgen getragen werden. Es ist der neue, man kann jetzt schon sagen, Bestseller, obwohl es noch gar nicht erschienen ist. Von dem Gast, der jetzt gleich zu uns kommt, er war lange Jahre Fernsehstar vom ORF. Und ich habe Angst um meinen Job. Es ist eine seltsame Tradition, dass der ORF die beliebtesten Fernsehstars einfach so eliminiert. Hier ist er, Wolfram Pirchner. Nimm doch Platz. Lieber Wolfram, was darf ich dir zu trinken einschenken? Ach. Ein Gläschen Wein? Sehr gerne. Wirklich? Absolut. Panikattacken hast du gehabt? Hat das auch mit dem Alkohol zu tun gehabt? Oder hat Alkohol keine Rolle gespielt bei Panikattacken? Alkohol hat insofern eine Rolle gespielt, dass ich meine Panikattacken ein bisschen herunterschrauben habe können. Durch Alkohol? Indem ich mich ein bisschen betäubt habe, ja? Ja. Es war so quasi mein Psychopharmaka. Ja? Hast du bei den Sendungen getrunken? Also dazwischen immer, wenn Beiträge liegen? Glaube ich nicht, um die Frage zu beantworten. Um meine Jetzt darfst du sagen. Um meine horrende Vorruhestandspension nicht zu gefährden, eindeutig nein. Nein! Es hat aber Leute gegeben, die haben geschrieben, es ist sehr verwunderlich, dass der in der Fetten diese Sendung noch so moderieren kann. Nein, im Ernst jetzt? Ja, aber du hast doch nie im Gegensatz zu uns irgendwie alkoholisiert gewirkt. Doch, finde ich schon. Ja? Ja, ich habe teilweise diese Postings geschrieben. Nein, aber das stimmt doch nicht. Nein, aber du wirktest so gelöst. Nein, aber Wolfram Pirchner hat sehr streng gewirkt manchmal. Genervt vielleicht, aber nie alkoholisiert. Ja, aber spielerisch. Er wirkte spielerisch. Du warst, das Medium war dir wurscht, oder? Du hattest keine Angst vor Kameras. Du hast dich da ausgelebt irgendwie. Ich wollte jetzt eigentlich einen Schluck machen, aber ist wurscht. Angst vor dem Medium, nein. Angst vor den Gästen Angst manchmal. Vor dem Medium Alkohol? Nie. Ja. Angst vor den Gästen? Manchmal Angst vor den Gästen. Vor welchem? Welcher Gast hat den meisten Respekt eingeführt? Es war mal eine Dame da, die hat so handgeschneiderte Jeans-Taschen erzeugt und die hat derartig stark nach Urin gestunken. Die Tasche oder die Dame? Beide. Ja. Gerade Angst vor dieser Frau? Nur wegen dem Uringestank? Ja. Warum? Naja, mit dem bist du ja täglich. Du musst dich auch ja auch riechen können, wenn du dich magst. Ich meine, ich rieche gut. Du riechst sehr gut. Ja. Sehr gut. Chanel? Nein, aber ich darf nicht sagen, was es ist, weil Werbevertrag. Okay. Wegen dem Werbevertrag Verbund. Muss ich es verschweigen. Verbund. Ja. Es ist Wasser. Verbund. Es ist Danke, Wasser. Wasserkraft. Danke, Wasserkraft. Ja. Es ist nur Wasser. Auch mein Schweiß ist Wasser. Ja, lieber Wolfram, du warst tatsächlich einer der beliebtesten ORF-Stars. Ich meine das jetzt ganz unironisch. Du bist in überhaupt kein Loch gefallen nach der ORF-Karriere, sondern man hat das Gefühl, es geht dir... Aber dann passiert das schon, aber ich meine, also in kein berufliches Loch. Kein berufliches, also du bist wahnsinnig erfolgreich, du machst Talkshows, diesmal halt vor Live-Publikum, du schreibst sehr erfolgreiche Bücher. Das ist dann, wie viel, das vierte, Drittes, fünfte? Oder? Das vierte. Das Ach, vierte. Vierte Buch, alles Bestseller. Und das Buch hier heißt Keine Panik vor dem Altern. Heißt das, dass du, der du bald 60 wirst, tatsächlich Panik hast... Vor dem Alter, gerade du siehst blendend aus, du bist in Full Effekt, dein Geist funktioniert noch. Warum betonst du eigentlich das mit 60 immer so? Weil es stimmt. Weil es stimmt. Das ist schon zum fünften Mal jetzt gefallen. Weil es stimmt, du Greis. Du Arschloch. Nein, aber ist 60 nicht das neue 40? Nein, 60 ist überhaupt nicht das neue 40, 60 ist 60 und 40 ist 40. Welche Probleme hast du denn mit dem Alter?
Das einzige Problem ist mir vor wenigen Wochen im Konzerthaus in Wien aufgefallen, als ich am Pissoir gestanden bin. Und da stehen weitaus ältere Herren neben dir und schütteln ihre, ich weiß nicht was, minutenlang, dass du schon glaubst, die fangen zu masturbieren an. Ja? Das tun sie Gott sei Dank nicht. Weißt du oder glaubst du? Ich weiß, weil und Männer... Der Pirchner ist da. Na, Christoph. Entschuldigung. Mama, ich... Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, und das war schon ein bisschen ein Problem. Und da habe ich kurz Panik bekommen. Wann wird es soweit sein, dass ich in die Hose am Pissoir stehe, mir nicht in die Hose mache, aber minutenlang abschütteln muss? Aber dann geht doch einfach, ab dann kauft ihr doch ein Abo fürs Konzerthaus, weil das geht allen dort so offensichtlich. Dann fällst du überhaupt nicht auf, wenn du mitschüttelst. Das heißt, es gibt leichte urologische Probleme in deinem Leben? Noch? Ich habe eine Urologin, die relativ kleine Finger hat. Also deshalb ist es auch nicht sehr schmerzhaft. Hatte einen Professor, der hatte wahnsinnig große Finger. Oh, aber da warst du noch jünger. Deshalb habe ich ja mein erstes Buch Nur keine Panik geschrieben. Ja, du bist Hypochonder, richtig? Ich bin ein absoluter Hypochonder. Ja? Ja, absolut. Bist du hingegangen, weil du wirklich was hattest oder weil du nur Angst hattest, dass was da sein könnte? Ich wollte, dass man was findet. Hat man was gefunden? Nein. Warst du enttäuscht? Das heißt, die Werte sind komplett okay? Also physisch hat man nichts gefunden. Psychisch schon? Ja, viel. Viel, viel. Gab es Psychiatrieaufenthalte in deinem Leben? Psychiatrieaufenthalte, ich möchte darüber nicht sprechen, das ist privat. Aber steht das nicht im Buch? Das steht im Buch, also bitte kaufen Sie dieses fantastische Buch, dann werden Sie mehr darüber erfahren. Was sind die größten Probleme, um auf dein neues Buch zu sprechen, kommen das größte Problem, das Leute psychisch haben, wenn sie glauben, alt zu werden, alt zu sein? Psychisch, jetzt nicht körperlich. Ich hab's nicht an der Psyche aufgehängt. Ich find es überhaupt sehr spaßig, dass schon 25-Jährige, 30-Jährige Panik vor dem Alter bekommen. Ich werde alt. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat immer gesagt, du wirst dich wundern, wie schnell das geht. Ja, es geht schnell, es lassen gewisse Dinge nach, aber mit diesem Fremdwort Prokrastination, also dieses ewige Aufschieben, wenn ich in Pension bin, dann gönne ich mir das und jenes. Ja, ja. Wenn die Kinder aus dem Gröbsten heraus sind, dann gönne ich mir das und jenes. Kinder, wir lassen uns erst scheiden, wenn die Kinder tot sind. Kinder, die sind mittlerweile 55. Ja. Keine Kinder, die sind 55. Na, auf was soll ich warten? Verstehst du? Ja. Die verbleibende Restlaufzeit sollte meines Erachtens qualitativ so gestaltet werden, dass ich der Regisseur meines Lebens bin. Wie? Ja, wie macht man das? Was heißt Pensionsloch? Wenn ich mich nur beruflich definiere, also wenn ich nur mich in meinem Fall über den ORF oder 4 Jahre Sat.1 definiere, dann schaut es natürlich nicht gut aus. Aber wenn du dich über dich selber definierst, wenn du Selbsterfahrung betrieben hast, was manchmal sehr schmerzhaft sein kann, die Selbsterkenntnis, Selbstliebe, bin ich weit entfernt davon. Selbsthass ist auch was Schönes. Selbsthass ist was Wunderbares, wenn es zeitlich begrenzt ist. Ja. Kann was Zerstörerisches haben. Ja. Aber aus der Zerstörung wächst die größte Kraft. Und wenn ich jetzt auf das Leben ist zu lang, meiner Meinung nach. Nein. Doch. Spinnst du? Ich finde schon. Warum? Die Menschen werden zu alt, doch. Weil zwischen 80 und 100 gibt es nichts mehr zu tun. Hast du schon mal versucht, dich umzubringen, Wolfram? Ich bin um kurz ernst zu werden, bin am Brückengeländer gestanden und habe mir aber Gott sei Dank für die richtige Seite entschieden. Also wie alt warst du da ungefähr? So in welchem ungefähren Lebensbereich hast du? 29. Also so jung, echt? Also vor der großen Karriere eigentlich. Oder warst du da schon? Da warst du im Landesstudio Tirol? Landesstudio Tirol, dann habe ich gekündigt mit 28, bin nach Deutschland. Ja. Gut, dass du dich nicht umgebracht hast. Ja. Ich bin auch froh. Ja. Wir sind alle sehr froh. Ja. Dürfen wir uns kurz bedanken, dass du immer noch auf der Welt bist. Ja, Applaus zurecht. Und bitte bleib es auch noch lange. Und ich möchte ganz kurz die atemberaubende Karriere von Wolfram Pirchner im Haus. Jetzt nur rein, was der ORF betrifft. Da gibt es, glaube ich, wenige, die so viele Genres bedient haben wie du. In wie vielen Sendungen du aufgetaucht bist. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Karriere von Wolfram Pirchner. Der Millionendiebstahl vom Innsbrucker Flughafen könnte kurz vor der Aufklärung stehen. Falls Sie, liebe Zuschauer, in letzter Zeit Berichte aus unserer Serie Tirol damals vermisst haben, dann liegen Sie jetzt ganz richtig. Du
Guten Abend. Neuentwicklung im Machtkampf in Moskau. Heute Mittag ist es zu den schlimmsten Zusammenstößen seit Monaten gekommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie uns zuschauen. Und ich freue mich auch, dass ich Ihnen heute einige der größten Stars der volkstümlichen Musikszene präsentieren darf. In Italien ist die Entscheidung auch gefallen. In der Fußballmeisterschaft Juventus Turin ist Meister. Und am nächsten Sonntag, da gibt es eine, jetzt finde ich es nicht, weil habe ich es so geprobt, gibt es eine Jubiläumssendung. Und dieser Mann wird Sie durch die Sendung begleiten. Kasterl Nummer 9 in unserem Licht ins Dunkel Adventkalender. Herzlichen Dank auch für Ihre tatkräftige Unterstützung, liebe Zuschauer. Auch willkommen Österreich-Moderator gewesen. Wolfram Pirchner, der uns im ORF sehr abgeht. Wirklich. Schaust du dich... Schaust du dich auch selber so ungern an im Fernsehen wie ich? Oder ich hasse mich. Du hasst dich auch? Ja. Ich hasse mich auch. Also ich hasse mich nur mehr, wenn ich mich im Fernsehen sehe, aber das passiert jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Aber man muss schon sagen, ich muss nicht, aber ich möchte. 37 Jahre ORF, du musst schon die Chance auch bekommen. Ja, ja, also in den verschiedensten Facetten. Das ist war eine tolle Zeit. Und wenn ich Bilanz ziehe, 37 Jahre ORF, Pareto-Prinzip, 80% super, 20%, über die man nicht redet. Das ist so wie eine berufliche Partnerschaft, so wie private Partnerschaften, danach hinzuhauen, ist äußerst billig und war eine tolle Zeit. Schlechter Stil, das machst du auch nicht. Und du hast ja sofort was anderes gefunden, nämlich die Bücher, die du schreibst. Und Mentalcoach, was heißt das eigentlich genau? Mentalcoach heißt... Kommen Leute zu dir privat in eine Praxis und lassen sich mental coachen? Machst du so Energieringe um Krankenhäuser? Ich mache keine Energieringe um Krankenhäuser, das wäre zu teuer, also für den Auftraggeber wahrscheinlich. es geht schlicht und einfach darum, andere Worte, andere Bilder im Kopf ist gleich Gedanken zu finden, um die Lebensqualität möglicherweise wieder zu finden. Und ich begleite meine Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Lebens. Und ich sage immer so... Das kann ich wirklich gut. Das glaube ich und ich werde sicher auch einmal dein Patient sein. Das geht nicht, weil Leute, die sich so freundschaftlich verbunden sind wie wir, fast in Liebe. Ja, ja. Verstehst du? Ja. Das ist zu nah. Das geht nicht. Zu nah. Und weil du sagst Lebensqualität hast du für mich tatsächlich in meine Fernsehgewohnheiten gebracht, als du unter anderem Quiz-Sendungen, die Quiz-Teile deiner Sendungen moderiert hast. Da warst du für mich der Allerbeste. Weil das Gegenteil eines schleimigen Moderators, du hast die Ablehnung, die du manchmal hattest, was die Zuseher betrifft, frei, offen gezeigt, wurdest aber nie unsympathisch. Das sind die besten Momente Wolfram Pirchner als Quizmoderator. Irgendwann Tipp vielleicht. Tipp? Naja, ein Tipp mit weichen D, einen Dipp könnte ich Ihnen vielleicht geben. Mhm. Na, dann sage ich... Bertha? Na, wenn ich Ihnen einen Tipp gebe, werden Sie nicht Bertha sagen, Herr Manfred. Ich gebe Ihnen ja keinen Pip. Oh. Aha. Na? Ja, wenn ich so tue, ist das nah? Ich tue es so? Ja, ja, na. Ja, ja, ah, ah, ah. Ja, ah, bitte. Gut, Frau Theresia. Ja. Einmal noch. Die? Ja, Dora. Dora. Bravo. Drei. Die drei. Dora, haben wir gesagt, sind wir uns einig, oder? Ja. Und welche Nummer wählen Sie? Zwei, die zwei. Frau Theresia. Ja. Am Freitag bin ich besonders gut gelaunt. Und wenn ich böse schaue, bedeutet das, dass es nicht stimmt. Aha. Wenn meine Kinder nicht brav sind, schaue ich böse. Sie wissen? D3. D2, haben Sie gesagt. Ja. Das nehmen wir. Wahnsinn. Schön, schöne Ausdrücke. Wahnsinn. Die Frage ist schon, ist das jemals auf Sendung gegangen? Ja. Weil wenn man das heute so anschaut, dann denke ich mal... Das ist doch großartig, jetzt ernsthaft. Das wollen die Leute sehen. Naja, aber dafür habe ich viel zu wenig Geld bekommen. Das scheint sehr geldfixiert zu sein. Ja. Aber die Kandidaten auch. Ja.
Ja, aber das war was haben die immer bekommen? Sehr Heupolster. Heupolster, ha? Heupolster haben sie bekommen oder Wäschespinnen. Oder was für Heupolster ist auch noch D3 sagen müssen, das ist schon viel. Ja. Ja, das heißt, eine Renaissance im Fernsehen, zumindest im ORF, ist undenkbar? Nein, überhaupt jegliche Renaissance im Fernsehen ist undenkbar, weil ich sage, bei einem gewissen, noch einmal biologischen Reifezustand soll man wissen, wann es genug ist. Und ich habe relativ viel zu tun. Ich komme gerne alle zwei Wochen in eure Sendung. Ja. Und, auf einmal. Und vor allem, ja. man kann sich doch ändern, oder ja. nicht? Warum bist du eigentlich so lange nicht gekommen? Ja, dann wäre ja diese Der Mythos, der Pirchner, Spiel wäre zerstört gewesen. Der Running Gag wäre weg gewesen. Ja. Die Kinder, die Sophie und der Felix, haben mir immer gesagt, geh hin. Ich sage, welchen Vorteil hat das für mich? Die Popularität, da schauen viele Leute, auch junge Leute erkennen dich überraschenderweise auf der Straße. Früher war es aber so, haben die Töchter haben gesagt, wir haben dich gesehen, mit der Mutter musste ich schauen. Dann ist es mutiert zu den Enkelinnen. Die Enkelinnen haben mit der Oma habe ich schauen müssen, nämlich die Betonung liegt auf müssen. Ja. Letzte Woche ist mir passiert, und das war ein wirklicher Tiefpunkt in meinem Leben, letzte Woche sagte meine Uroma, hat mich immer gezwungen, dass ich dich anschaue. Und jetzt habe ich ein Faible für jüngere Frauen. Kannst du dir vorstellen, was das heißt? Du weißt ja nicht, wie jung die Uroma war. Ja, das geht sehr biologisch. Stell dir vor, sagen wir, sie war 15, 30. Na ja. Siehst du? Aber auch schon an der Grenze. Jetzt kommt eine junge Frau zu uns, lieber Wolfram. Absolut. Eine Frau, die am Höhepunkt ihrer Karriere ist, oder kommt da noch mehr? Mehr kann man im ORF eigentlich nicht erreichen. Man kann es nie sagen. Eine Top-Journalistin, und sie ist auch Buchautorin. Wir müssen reden. Ich darf beide Bücher sehr empfehlen. Und wir freuen uns jetzt sehr. Sie hat gestern Geburtstag gehabt. Ja. Gestern, glaube ich, wie alt? 38? Gestern, ja, genau. Oder? Hier ist die fantastische Susanne Schnabel. Liebe Susanne, alles Gute zum Geburtstag. Ach, danke. Ist dir unangenehm, oder was? Nein, ich habe gedacht, keine Panik vor dem Alter, deswegen hat es mich eingeladen. Ja, aber mit 38, hat man das noch nicht, oder? Das ist schon noch, das ist ja ein Alter, dein Alter ist ja noch eins, wo man noch nicht wirklich ans Altern denkt, sondern da ist man gerade so energetisch, oder? 37 war mein Lieblingsalter zum Beispiel. Meins war eigentlich nicht drüber. Meins war, ja, da ist weit drüber, erstens. Und meins war dann erst 44. Wirklich? Ja. Aha. Ich glaube, das ist mittlerweile für Frauen, ist es doch mittlerweile auch überhaupt kein Alter mehr, oder? 38, 48. Seit 35 zähle ich nicht mehr. Seit 35? Ja. Dagmar Koller macht das auch so, oder Lotte Tobisch, oder? Ja, Dagmar Koller macht auch noch was anderes, um ihr Alter zu vergessen. Ja. Das wollen wir dir nicht zumuten. Möchtest du Wasser oder Wein? Ja, entschuldige, was möchtest du trinken? Nur Wasser. Nur Wasser, selbstverständlich. Ich muss mich konzentrieren. Wirklich? Männerthemen hattet ihr alle durch? Oder? Haben wir alle durch. Es ist mir peinlich, es ist mir wirklich peinlich. Ja. War das unangenehm zum Zuhören? Ich habe immer gehüstelt draußen. Habt ihr das nicht gehört? Nein, habe ich nicht gehört. Aber du bist jetzt schon ganz heißer. Du hast sehr viel gehüstelt. Wolfram, darf ich auch noch ein Stückchen? Unbedingt. Aber kein Wasser, bitte. Ja, ja. Wir müssen reden. Du beschreibst darin, dass es ein Hassposting gab. Also es gibt viele Hasspostings natürlich, wenn gerade gegen dich, die du politisch arbeiten musst, über politische Themen reden musst im Fernsehen. Und da hast du dann eine Frau zum Beispiel besucht. Was stand in dem Posting? Es ist darum gegangen, um die berühmten Handys, die Flüchtlinge geschenkt bekommen. Ich habe gesagt, ich möchte einen Fernsehbeitrag machen, warum uns im Zuge der Flüchtlingskrise, wir haben ja einen Sonderreport gehabt etc., oft so Lügenpresse vorgeworfen wird. Aber diese Menschen teilen vor allem in den sozialen Medien selbst Nachrichten, die falsifiziert sind. Ja? Also alle Flüchtlinge bekommen ein Handy geschenkt. Und es hat Monate gedauert, bis mir überhaupt jemand geantwortet hat, dass mit mir sprechen will. Per Mail oder per Facebook? Oder wie bist du damit in Kontakt gekommen? Überhaupt? Da hat mir die Caritas geholfen. Wir haben nach mehreren Interviewpartnern für diesen Beitrag eben gesucht. Und diese Frau war die Einzige, die gesagt hat, okay. Dann hat sie zweimal abgesagt und dann bin ich dorthin gefahren. Und was war das für eine Erfahrung, dir auf einmal face-to-face gegenüber zu sitzen und nicht per... Die war gar nicht mehr so zornig und wütend. Hört man von allen. Eben. Klassisch, der Klassiker, genau. Oder? Das war eines der erkenntnisreichsten Gespräche der letzten Jahre. Was war denn das Problem, das sie hatte, dass sie solche Postings geschrieben hat? Sie fühlte sich unverstanden. Sie fühlte sich ungehört. Genau. Also das ist, glaube ich, ein großes Thema, wenn meine Weltsicht oder meine Wahrnehmung nicht der entspricht, die ich im Fernsehen sehe.
dann heißt Lügenpresse, wie so oft. Und sie konnte das dann aber eben erklären, dass das eben nicht ihre Sicht der Dinge ist, auf die Gegenfrage, ja, aber dann ist es eben nicht ihre Meinung, aber warum Lügenpresse? Und dann ist sie selber ins Nachdenken gekommen. Wenn man nämlich so simple Fragen stellt, kann das erkenntnisreich sein. Okay, aber es ist natürlich relativ aufwendig, wenn man jetzt zu jedem, der so einen Hasspostigen verfasst, reisen müsste, der in einem Nagelstudio arbeitet. Das heißt, wie kann man denn was gegen die Flut von Hasspostings, und das greift ja wirklich um sich, besorgniserregend. Ich habe gelesen, du liest die auch selber immer. Ich lese alle 3000 Hasspostings nach jeder Sendung. Wirklich? Vorm Einschlafen, und ich lese es gern. Und wie würdest du alle treffen? Ja, weil ich denke mir immer, die Leute haben recht. Wirklich? Ja, also man ist so schnell bei der Hand und sagt, oh, um Gottes Willen. Ja, na, oft haben sie aber auch nicht recht. Also wenn du zum Beispiel einen Beitrag machst, wo du recherchierst und die Leute dir dann vorwerfen, du gehörst zur Lügenpresse, dann weißt ja du, dass das nicht stimmt. Ja. Und ich nehme mal an, dass du ganz selten bewusst lügst im Fernsehen, sondern das mache ich nie. Eben. Ich verstehe dann immer nicht, wieso die Leute ernsthaft glauben, dass alle Journalisten sich abgesprochen haben, um eine große Lüge zu verbreiten. Warum sollten die das tun? Das verstehe ich nicht. Erstens einmal, da gibt es Untersuchungen oder Studien dazu, das ist ja nicht die Mehrheit, diese laute, nennen wir es bügelnde oder die Hasserfüllte. Aber der Lärm eben, der potenziert sich, und deswegen wird das als so ein Großteil wahrgenommen. Und ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Manche glauben das wirklich, es ist vielleicht politisch motiviert, weil was heißt schon Lügenpresse? Das ist ja ein alter Begriff, den wir kennen. Und es hat schon ein bisschen so mit dieser Glaubwürdigkeitskrise zu tun, die, glaube ich, die Medien und vor allem auch die Politik derzeit betrifft. Ja, kürzlich war ein Mann bei dir zu Gast, auch im Studio, der dich der Lüge bezichtigt hat. Hier das interessante Streitgespräch. Schnabel versus Strache. Wir haben nie den Exit gefordert. Der Herr Wilimski nie. Hat das gefordert. Wir haben nie einen Parteitagsbeschluss gehabt für den Exit. Nie. Steht das drinnen? Das heißt, es hat auch nie in unserem freiheitlichen Programm eine Exit-Forderung gegeben. Das ist eine Unwahrheit. Man kann auch Lüge Strache dazu sagen. Frau Nein, Herr Strache, ja, ich lese es Ihnen erwähnen vor. In Ihrem Leitantrag steht Ihnen kein Tabu. Aber Herr Strache, lassen Sie uns über die EU-Armee reden. Sie haben mir jetzt eine Frage gestellt mit mehreren Punkten beinhaltend. Wenn das der Stil des ORF ist, dann können sich die Zuseher ein Bild machen, wie hier offenbar gerne Bilder erzeugt werden, die zum Nachteil der Person ist, mit der man ein Interview führt, aber sie nicht ausreden lässt. Und das müssen Sie dann der Fairness halber auch eingestehen. Dann ist das genau, das ist, da geht es dann schon um faire Berichterstattung oder um Fake News. Und das muss man ganz korrekt behandeln. Ich gehe gerade auf Ihre Frage ein. Und Sie haben im Zusammenhang dessen ein paar Fehlbehauptungen aufgestellt, die ich klarstellen wollte. Ja, Frau Schnabel, wieso lügen Sie den Vizekanzler so an? Ja. Das war noch nicht der Herr Vizekanzler. Ah, das war, okay. Oppositionschef. Okay, mittlerweile ist er sang. Hast du ihn Kanzler ja, mittlerweile interviewt? Ja, vor ein paar Wochen war er sogar. Und ist er anders aufgetreten? Staatsmännisch. Ja. Aber in dem Fall jetzt so ganz konkret, ja, die Sachen, die du gesagt hast, waren die gelogen oder nicht gelogen? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Gut. Jetzt sagt er, es ist gelogen. Das heißt, wenn man jetzt als Journalist den ihm gegenübersteht, ich meine, das ist ja ganz bizarr, wenn man etwas sagt, das quasi belegbar ist, und er die ganze Zeit sagt, das ist aber gelogen, was Sie da gerade sagen, und du weißt aber, na, es ist nicht gelogen, und er das aber immer wieder, was kann man da machen? Du bist ja sehr höflich, dann du bist dann ruhig, bestimmt, wiederholst es immer wieder. Ja, was sollte ich sonst machen? Ja, aber gibt es eine Methode dann eigentlich, was man dann macht? Nein, aber das bewohne ich auch bei Wolf. Das Dilemma. Dilemma ist, es gibt nur einen Gegner im Studio, das ist die Zeit. Und wenn man eine Stunde Zeit hat, könnte man natürlich noch ruhiger Punkt für Punkt noch einmal besprechen. Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht Leitanträge vorlesen anfangen. Ja. Ja, aber in Wahrheit weißt du ja eh, was er sagen wird. Du wusstest ja wahrscheinlich, dass er so reagieren wird, wie er reagiert. Genauso wie Armin Wolf weiß, wie die Leute reagieren. Und aber die Frage ist, warum führt man dann solche Gespräche überhaupt noch, die für den Zuseher überhaupt nichts mehr bringen? Naja, damals ist es darum gegangen, dass wie will sich die FPÖ im kommenden Wahlkampf positionieren? Und die Frage ist, oder die Alternative, wir befragen die Politiker gar nicht mehr? Das halte ich auch nicht für. Nein, natürlich nicht, aber es muss wie er meint, wahnsinnig enervierend sein als Journalistin, wenn du immer wieder sagen musst, das war nicht die Frage, entweder oder sie erzählen jetzt die Unwahrheit. Weißt du, du hättest ja auch arbeiten können wie er und dann irgendwann vor die Kamera gehen und sagen, D2, Herrgottzeit. Ja, wenn ich das so sagen darf, natürlich nicht der weibliche Elmar Oberhauser ist. Ja? Oberhauser hat das relativ gut gemacht, finde ich. Also
Das war nicht die Frage. Antworten Sie gefälligst. Ja. Und es ist völlig wurscht, ob das der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Oppositionsführer oder sonst irgendein Wappler war. Also verstehst du? Mindestmaß an Höflichkeit. Ein Mindestmaß ja. an Höflichkeit. Ja. Ja, das hast du ja. Das ja. hast, das ja, aber hast man du. Rennt doch gegen diese NLP-geschulten Politiker an wie gegen eine Mauer. Insofern, ja, nein, und ich glaube ja immer, aber jetzt aus der Sicht des Politikers, man unterschätzt das Publikum. Denn eigentlich geht es ja, also ich stelle schon die Fragen, stellvertretend fürs Publikum, aber das Publikum sieht diese ganze Szene auch und denkt sich dabei was. Gibt es nicht meine Gewinnspiele? Ich glaube, wir überschätzen das Publikum. Ja. Nein, niemals, niemals. Applaus an dieser Stelle. Ja, na, es ist schwierig. Na, aber was schlägst du jetzt vor, wenn du sagst, wir müssen reden? Also was ist deine Idee von einer Gesellschaft, die wir müssen reden, heißt interkommunikativ ist? Wie oft hast du das zu deinem Mann schon gesagt? Sitzt da. Entschuldigung. Es kann ein Appell sein, eine Drohung sein. In unserem Fall ist es ein Wunsch. Genau. Ja. Ein frommer Wunsch. Ein frommer Wunsch. Das Streit, den Streit konnotierst du positiv. Nein, es geht darum, wir brauchen eine neue Kultur des Streitens. Du hast ja den Social Media schon angesprochen. Also es ist ja wirklich laut und eng geworden. Also wir haben Zuschauerquoten, die sind traumhaft im Report. Die Leute interessiert Politik. Ja? Und das schon jetzt seit mehr als 3 Jahren. All-time high. Aber wie kommen wir wieder ins Gespräch, Argumente auszutauschen und nicht gleich empört davonzulaufen? Ja, wie? Und wie? Indem man zuhört und Fragen stellt. Das steht in diesem Buch. Genau. Wobei, darf ich auch noch was sagen? Oder bitte muss ich, gerne. Ist wie Dagmar Koller, sich ständig ins Gespräch reinreklamieren. Ja, aber Dagmar Koller wolltest du noch fragen, ob du noch was trinken Stimmung, darfst. Als ich es bin. Ja. Okay, bitte Wolfram. Ich nur rein. Ja. Wolfram, bitte. Ja. Wir müssen reden. Ihr habt das Buch, ich kenne das Buch, großartig. Naja, Susanne, entschuldige, bitte. Ich komme ja bestens vorbereitet in dieser Sendung. Hast du deins auch gelesen? Ich habe meines nicht ganz gelesen, aber es ist okay. Es ist absolut okay. Ja. Wir müssen reden, wenn ein Politiker oder eine Politikerin zu dir sagt, wir müssen reden, oh my God. Da weiß ich schon, was passiert. Aber weißt, das ist ein toller Titel. Du meinst, das ist, weil es eine als eine Drohung benutzt oder? Wird. Es ist eine Fassdrohung, ja? Ja, ja, genau. Okay, genau. Wir müssen, ja, da hat er natürlich völlig recht. Also für dich, du bist ja Gott sei Dank keine Politikerin. Ja, reden heißt ja obwohl du beim ORF bist. Gott sei Dank. Keine Politik. Fragen und Antworten. Ja, cool. Ja, das ist cool. Wie ist das eigentlich? Die Leute stellen sich ja vor, dass die Politiker dann nach der Aufzeichnung, wenn die Kameras abgeschaltet sind, sich der Interviewer und der Interviewte in die Kantine gehen und sich vorbildlich verstehen. Ist es bei dir auch so, dass du an der Straße sagst, sorry Susi, ich musste so sein? Oder ist diese Distanz, wird die gewahrt von dir? Die Distanz wird immer gewahrt. Also gibt, von bist mir, du mit von einem Politiker per Du? Aber es stimmt schon, die interessantesten Momente sind dann nach dem, also wenn die Scheinwerfer ausgehen und die Live-Sendezeit vorbei ist und der nächste Beitrag kommt. Und was passiert dann? Also gab es da, was waren die überrascht für dich überraschendsten menschlichen Momente, wo du dachtest, ach so ist der eigentlich oder die? Indem man die Frage vielleicht noch einmal stellt und plötzlich kommt wirklich eine Antwort. Und du, aber die Kameras sind nicht mehr drauf. Die Kameras sind drauf. Da sage ich, bitte, könnten wir es noch einmal einschalten? Nein. Kannst du da nicht immer heimlich so eine Handykamera mitlaufen lassen? Das wär's. Nein, natürlich viel offener. Also man soll da den Druck nicht unterschätzen, wenn Politiker ins Studio kommen und ich sage mal gerade, die Suppe am Dampfen ist. Das wäre auch nicht angenehm. Immerhin die Suppe am Dampfen? Sie, na, politisch für jemanden, wenn es unangenehm ist. Die Kacke am Dampfen eigentlich, oder? Kann man auch so nennen, ja. Ja, also Kacke. Nein, aber die Liste derjenigen, die nicht ins Studio kommen, das wird euch der Armin ja bestätigen, ist länger als die Liste jener, die ins Studio kommen. Genau. Armin Wolf. Also, immer, das heißt, du erlebst das auch schon, dass ihr eure Redaktion viele Leute anfragt und dann einer von 10 sagt nur zu? Kommt vor. In bestimmten Momenten. Aber wenn eine Situation zugespitzt ist, wenn dann... Wenn die Suppe am Dampfen ist. Genau. Wenn die Suppe am Dampfen ist, Dann kommen nur Kellner... Irgendjemand muss die Kacke hier auslöffeln. Ne? Ja. Um im Bild zu bleiben, dann kommen nicht die Köche, sondern die Hilfskellner. Ja. Nein, das würde ich auch nicht so sagen. Bist du manchmal enttäuscht und kannst du die Enttäuschung dann auch quasi nicht anmerken lassen, wen die jeweilige Partei geschickt hat zu einem Thema? Ich finde wirklich jeden Gast interessant. Und kennst du jeden, der kommt? Ja. Die bereitet sich ja vor. Darf ich vorstellen, Susanne Schnabel, Wolfram Birchner, Herr Schermann. Aber ich hätte noch immer Probleme, zum Beispiel die Wirtschaftsministerin Schramböck. Schramböck, Margarete. Schramböck. Hätte ich, noch immer nicht wirklich erkannt. Ja, ich muss sagen, dann machst du deinen Job wirklich nicht akribisch genau. Ja, nein. Endlich sagst vielleicht du mal arbeite ich deswegen nicht beim Report, kann das sein? Würden wir dich so nicht Report nehmen? Report hat hohe Einschaltquoten. Ja. Ja.
Die kann noch mehr werden, bitte, bitte. Aber es ist auch eine fantastische Sendung. Machst du auch Beiträge im Report? Ab und zu, wenn ich dazu komme. Also wie die Dame im Nagelstudio. Das Buch ist ja auch daraus mitunter entstanden. Ja. Ja. Ist ein Buch Erstling. Ja. Bestseller. Auch das letzte. Warum? Wieso? Ich finde, also Bücherschreiben ist sehr anstrengend, oder? Du hast schon viel. Ja, schon anstrengend, aber toll, weil es viel mit Selbsterfahrung zu tun hat. Und ich bin heute noch fasziniert, dass mein fantastischer Verlag mir diese Möglichkeit gibt. Danke, ja, Wolfram. Aber super Taktik, sich immer wieder ins Gespräch. Ja, das ist die Koller-Taktik. Ich frage, was soll ich machen? Ich bin Dagmar Koller. Ja, das heißt, das ist das letzte Buch. Wirst du die Sommergespräche wieder moderieren? Bitte. Derzeit wird das nicht vor. Das ist aber schon eine Monsteraufgabe, oder? Ja. Wenn man gesagt bekommt, moderier bitte die Sommergespräche, weil man derart im Fokus der Öffentlichkeit steht. Und da kann man ja eigentlich das Ding nur vermasseln, wenn man nicht genial ist. Tarek Leitner hat das hervorragend gemacht. Du warst auch? Du in Ibiza? Armin Wolf auch? Nee. Wer hat eigentlich jemals versagt bei den Sommergesprächen? Versagt hat niemand. Das war halt manchmal so, dass es nicht so rund insgesamt dann war. Aber es ist ja auch kompliziert, weil du so viele Leute Woche für Woche interviewen musst dort. Hast du dich wohlgefühlt bei diesen Sommergesprächen, wo du wusstest, das Land fokussiert jetzt auf diese Gespräche noch dazu vor einer anstehenden Wahl? Ist das nicht dann irgendwie... Damals gab es gar keine Wahl. Da war die Wahl noch nicht. Ja. Das war 2016. Ja, genau. Ich recherchiere jetzt wirklich nicht gut. Doch, habe ich doch gerade gesagt. Ich wusste ja... warum beschimpft ihr mich die ganze Zeit? Beschimpft sie dich? Ja. Wirklich? Zu Recht. Wird schon... Sie lügt ja nicht. Ich bin ein Teil der Lügenpresse, anders als du. Wir müssen reden. Ja, wir müssen reden. Nein, das war eher, soll man das sagen, so unerwünschte Nebenwirkungen. Also mir war das nicht so angenehm, so im Fokus zu stehen. Aber die Gespräche sind super. Eine Stunde Zeit für ein politisches Interview, das ist Luxus. Gold ist wert. Es gibt ja ein altes Vogelsprichwort, das heißt, ein Schnabel kann nicht lachen. Wirklich? Wie, ja. Ich schon. Ja, du schon, eben. Deswegen wollte ich gerade fragen. Du wirkst ja über den Schirm sehr seriös, sehr ernst, sehr, sehr vorbereitet. Wie hoch ist würdest du die eigene Selbstironie einschätzen? Auf einer Skala von 1 bis 10. Ihr Mann sitzt da. Wieso? Also, ich finde mich nicht unwitzig. Ich finde dich auch, ja. Was für ein Schlusswort. Meine Damen und Herren, Susanne Schnabel war heute hier und Wolfram Kirchner. Besorgen sich diese Bücher. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank unseren beiden Gästen. In der nächsten Ausgabe von Willkommen in Österreich, Thomas Kamenau und Franziska Weiß. Und nun viel Vergnügen, meine Damen und Herren, Kaiser Franz Josef mit Disguise aus dem Album. Ah ja, genau hier. Das war's. Make Rock Great Again. Kaiser Franz Josef. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.